Ja, liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, liebe Gäste, natürlich insbesondere liebe Philharmoniker, darf Sie ganz herzlich zum Stadtfest in den Jahren 2015 begrüßen. Ich freue mich, dass nur der Wettergott es so gut mit uns meint, fast ein bisschen zu gut, aber ich hoffe, wir können ein entspanntes Wochenende in Dresden einmal feiern. Die Dramaturgie, die Macher des Stadtfestes, haben sich gedacht, wir starten mal mit dem, dass wir zeigen, wie die Stadt wunderbar funktionieren kann, wenn sie ein gemeinsames Ziel hat und eine gemeinsame Dirigat erfolgt, was dann vor harmonische Klänge rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob wir das dann in den nächsten Monaten und Jahren genauso gut auch im Stadtrat und in der Stadtgesellschaft schaffen. Zumindest wäre das sehr schön, dass wir produktiv unsere Kräfte für die Stadt einsetzen können. Das heißt so schön, Musik ist besser als 1000 Worte. Deswegen werde ich es hier vorne sehr kurz machen zur Eröffnung des Dresdner Stadtfestes. Ich darf mich ganz herzlich bei allen denjenigen bedanken, die das Fest organisiert haben, den vielen, vielen Helfern, damit es wieder ein tolles Erlebnis wird. Aber so ein Fest wäre nicht möglich, gerade wenn es eintrittsfrei ist, ohne die Unterstützer und Sponsoren. Und da möchte ich insbesondere die großen Sponsoren nennen, Zweiberger, Radeberger, Coca-Cola und Ströer, sowie die städtischen Unternehmen Drehwerk und die Ostsächsische Sparkasse. Ganz herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung, damit wir so ein schönes, das schönste Fest als Stadtfest feiern können hier in Dresden. Ich denke, wir werden wieder mit ca. 500.000 Gäste in Dresden begrüßen können. Genießen Sie ein wunderbares, friedvolles Stadtfest. Und in diesem Sinne sage ich, das Stadtfest ist eröffnet. Genießen Sie unsere Dresdner Philharmonie zum Auftakt. Auch ein tolles Startpunkt für das Stadtfest und ansonsten ein gutes Planieren.
dass ich heute bei euch sein darf. Jetzt fängt es tatsächlich an mit Regen. Wir brauchen natürlich den Regen unbedingt, aber jetzt nicht. 8:03. Ich möchte euch jetzt, und mit der 3 habe ich es wahrscheinlich, in meine vergangenen 31 Jahre, ja, dieses Jahr schon 31 Jahre, entführen. Und bevor ich das mache, diesen Titel habe ich 1985 einsingen dürfen bei der Plattenfirma Amiga, werde ich euch jetzt aus meiner absolut musikalischen Vergangenheit in meine Gegenwart schleudern. Und da kommen wir zum aktuellen Album und egal wie, immer volle Kraft voraus!